Welchen Zauber wollt ihr? Oh, wir haben neue Zauber. Ich erinnere mich. Da habe ich so viel Geld dagelassen. Aquata. Wassermassen stürzen auf die Gegner ein. Tornado. Ein heftiger Sturm zieht auf. Jetzt geht's los. Stärker. Füllt viele KP auf. Guck mal, wer der Magier wurde. Haha. Haha. Habe ich euch rangekriegt, oder? Warp und Helfer. Füllt jede Menge KP auf. Wartet. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, dann fand ich scheiße. Entweder ich habe den Zauber nicht verstanden, weil das ist sehr viel Geld. Und ich habe irgendwie Erinnerung, dass Helfer scheiße war. Jetzt weiß ich vielleicht, dass es eine falsche Übersetzung ist. Helfer, füllt jede Menge KP auf. Also, wir geben erstmal natürlich unserer Zauberin alles. Was war denn Helfer? Wir werden es gemeinsam rausfinden. Aber das war es jetzt auch erstmal. Er kriegt noch stärker, weil er ist jetzt Heiler mit geworden. Ansonsten greift er auch eher an, oder? Das war halt sehr teuer jetzt. Was war denn hell? Ich erinnere mich daran, dass ich den Zauber nicht verstanden habe. Oder nicht gut fand. Ich weiß es nicht mehr. Satos kann großartige Schiffe bauen. Er ist zurzeit aber auf dem Berg im Norden. Ach, immer diese Hippies. La 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 la. Luli, luli, lu, wir sind so born. Wir sind ein bunter Gruppe. Ne, bunter. Wie heißt das? Bunter Verein. Ihr habt nur zwei Betten hier, die sind ziemlich offen. Was für ein Dreck Austausch du hast, mein Gott. Du solltest dich schämen. Ich liege mit. Okay, dann warum ich hier liege ich mit. Hier liegt Maxim mit Celan und hier liegt Guy auf DK. Vielleicht andersrum eher. Ich glaube, Guy will das nicht unbedingt, aber DK so, ach, da müssen wir wohl zusammen liegen. Ich hab das Schiff doch gerade erst abbezahlt. Was soll ich bloß tun? Oi, oi. Oi? Dieser Abschnitt der Welt heißt Nordland. Fährt man über das Meer, gelangt man nach Westland. Im Westen gibt es viele Königreiche, zum Beispiel Alekia und Berneo. Oh, Leute, es geht, hab ich doch gesagt. Nach dem Jahr ist das Tutorial vorbei und jetzt geht's los. Ohne Schiff können wir den Kontinent Afrasia nicht erreichen. Afrasia? Wirklich? Afrika, Asien oder was? Der Mann, der die Schiffe versenkt hat, sah aus wie das personifizierte Böse. Ich schreibe morgen mein Buch. Entschuldigung. Kleiner Junge. Der so... Oh, ich erschauderte über den ganzen Körper, als ich das personifizierte Böse sah. Mein Schiff wurde versenkt. Warum? Was habe ich getan? Emo, Emo. Hallöchen. Der sieht einfach ein blauer Typ hier. Der Mann, der die Schiffe zerstört hat, wurde im Norden des Kontinents gesichtet. War das Idura jetzt? Ist er einfach so eine Bitch? Ist er einfach so sauer jetzt, dass er hierher gekommen ist, um alle Schiffe kaputt zu machen und mehr nicht? Oh mein Gott. Bei Skyrim würde da jetzt irgendwie ein Brief stehen. Ob dieser Raum, der was Besonderes ist, wohl demjenigen gehört, der Schiffe bauen kann. Hier, das ist Standard. Seht ihr das, diese Frisur und sowas? Alle gleich aus. Alle Seemänner sehen ja auch gleich aus, ne? Seemänner in einer Taverne mit einer Frau. Hallo. 50... 50 Geld. Ich hab vergessen, wie das hieß. Sesterzen. Die Geschäfte laufen zurzeit schlecht. Keiner kann uns erreichen. Und keiner hilft uns gegenseitig. Also wir haben ja Apfelsaft. Da habe ich noch 6 für die Tiere. Aber gut zu wissen, dass es hier Apfelsaft gibt. Wie heißt nochmal das Geld? Zennies, glaube ich, ne? Nee. Wie hieß das hier nochmal? Weil da steht GM. Goldmünzen waren es nicht. Sartus ist der Mann, der für den Schiffsbau zuständig ist. Zurzeit ist er auf dem Nordberg. Danke. Dort gibt's viel Holz. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig fand. Dort gibt es viel Holz. Und noch mehr Monster. Sartus ist kein Krieger. Hoffentlich passt er auf. Oh, du machst dir Sorgen um Sartus. Oh, wie süß. Aber bloß nicht mit uns einstellen, hinzulaufen oder so. Hier ist nichts mehr los, seitdem alle Schiffe zerstört wurden. Ach.
keine Orgien mehr in der Taverne. Oh doch. Oh, scheinbar. Oh, das Geschäft läuft. Ist das eine Andeutung, die ich als Kind nicht verstanden habe? Im Hafen in der Taverne sind mehrere aufgetüdelte Frauen in ihrem eigenen oberen Raum. Ha, just saying. Ist mein Haar nicht wunderbar? Yo, 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 mein Haar ist wunderbar. Die Rhymes, die fliegen dir ums Skype. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Rappen und sowas, ne? Ist so schlimm. Oh, der sieht aber süß aus. Ich mag rote Haare. Ja! Das, was ich sage, du hast aber keine grünen Haare. Aber jeder steht auf Maxim hier. Maxim, ey. Mit seiner geilen Tolle. Vielleicht das damals auch. Weißt du, der junge Gate sitzt da so vorm Fernseher und denkt sich nur so, oh, irgendwie hat der Maxim was. Nein, nein. Aber vielleicht. Sartos braucht in den Bergen immer so lange. Mag er mich nicht mehr? Sartos Freundin arbeitet im Bordell. Ach, hoffentlich übernimmt er sich nicht. Er ist kein Krieger. Und oh, von Zweifel zu Sorge. Och, wie süß. Rede mal mit Guy. Der lässt seine Freundin immer wieder im Stich. Seine Freundin sollte sich einen neuen suchen. Ey, das geht gar nicht. Der ist monatelang jetzt unterwegs. Naja, was soll's. Wenn Guy sich wichtig machen möchte, du bist nicht mal auserwählt. So. Ich mach mich jetzt lustig. Ist egal. Sartos hat also eine Freundin hier. Wo schlafen die überhaupt? Wo schläft seine Freundin? Wo schläft Sartos? So viele Fragen. So, wir müssen also jetzt sind wir ein bisschen freier. Wir können jetzt ein bisschen rumlaufen. Also, wir gucken mal hier. La la la, hier ist nichts. Blame. Aua. Warum immer auf Selan? Sie ist ganz hinten. Heil sie mal jetzt, bitte. Nein. Ja, okay. Die sind nicht schwer, aber... Also Pasuk, ne? Lernt er vielleicht einfach kein drittes mehr? Kann das sein? Das ist einfach... Achso. Wir probieren gleich mal. Guck mal. Warte. Wir machen mal hier. Er heilt seine Frau. Und jetzt... Sortieren wir Helfer. Das verstehe ich nicht. Es war so teuer. Füllt jede Menge KP auf. Füllt viele KP auf. Wieso gibt es diese zwei Zauber hintereinander? Wir werden es mal ausprobieren. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich Helfer irgendwie seltsam fand. Okay, wir sind hier. Hallo. Ah, warte. Nee, Glutball macht trotzdem mehr Sinn. Ich wollte euch die neuen Zauber doch zeigen. Manu. Vielleicht ein bisschen aufleveln oder so hier. Also Dekan ein bisschen stärker machen. Jetzt, wo er mit den anderen zusammen ist. Bam! Mit der Axt auch noch. Bam! Mit dem Schwert. Was Gardeschwert. Und Bazook lernt einmal. Oh ja! Yay, ich wollte euch gerade mich gleich verabschieden und sagen, bis gleich, ich level ein bisschen. Oder DK ein bisschen oder sowas. Und dann hat Bazook jetzt Donnerschlag. Ich habe mich richtig erinnert, dass er noch einen Angriff bekommen hat. Den er bestimmt nicht macht. Es hat ja nur ewig und 5 Tage gedauert. Halleluja, das sind neue Gegner. So, gucken wir mal. Ich habe ihm natürlich jetzt keinen Zauber gegeben. Egal. Hier. Wie wär's mit Tornado? Oh. Autsch. Der war hart. Tornado fliegt weg. Eigentlich bringt das überhaupt nichts, weil die sind das ja gewohnt. Naja, was soll's. War trotzdem gut. Könntest du jetzt nicht einfach dann Donnerschlag machen? Einfach, du hast was Neues gelernt. Probier es doch einfach mal aus. Bin ich so unnormal? Wenn ich was Neues habe, möchte ich es ausprobieren. Nach jeder Entführung. So. Schön. Wollen wir jetzt mal, wir machen jetzt einfach mal Helfer. Nur zwei teurer. Es war so viel teurer. So viel teurer. X? Ah, ja, stimmt ja.
Oh nein, zweimal. Man kann einige wählen. Ah, warte. Huch, interesting. Das finde ich super gut. Das haben viele Spiele später nicht mehr gemacht. Final Fantasy auch nicht. Okay, interesting. Habt ihr es gesehen? Warte mal. Habe ich gerade HP verloren? Es hat gar nicht mal vollständig aufgeladen. Gleich probieren wir stärker. Wir gehen jetzt nochmal kämpfen. Hä? Okay, ich habe mich doch richtig erinnert. Es ist nur so ein Gefühl. Wir hatten das Thema. Ui, das sieht geil aus. Sehr seltsam im Untergrund, gebe ich zu. Aber einige davon... Puh. So. Ja, aber dann müssen wir Blutball erstmal, ne? Ich verstehe das nicht. Warum hat Helfer nicht alles aufgeladen, wenn es sehr viele... Das muss irgendwie ein Übersetzungsfehler sein. Vielleicht kann ich, ohne zu spoilern, mal auf Englisch durchgucken, wie die alle heißen. Ui, ja, die beiden Jungs vorne sind echt langsam. Meine Fresse. Aber sie hauen halt richtig zu, ne? Und Guy ist ja nicht mal dumm. Ne, ist egal. Was ist euch denn lieber? Einer wie Maxim, sehr schnell, aber dafür nicht so stark. Oder einer wie DK, sehr langsam, aber dafür, wenn er dann zuschlägt, dann haut er richtig zu. Weißt du, knickknack. So, und dann machen wir stärker. Kann es sein, dass Helfer auch heilt? Deshalb ist es so teuer. Ich habe Helfer als Kind nie benutzt dann. Irgendwas war mit Helfer. Wir gucken mal. So. Also, das und dann machen wir mal Aquata. Ja, schlag mal. Ich will gleich Helfer benutzen. DK. Unser Tanky muss richtig einstecken. Weißt du, Narben machen nur noch sexier. 66, meh. Donnerschlag. Wow, Bazook. Das sah super lame aus. Aber wow. Wenn Bazook jetzt angreift, geht's ab. So, und jetzt probieren wir es nochmal aus. Ich gehe einfach gleich schlafen. Helfer, eben waren es 70. Ich bin so verwirrt, ich habe mich richtig erinnert. Das macht mich voll, das freut mich voll und gleichzeitig fasziniert mich auch, muss ich zugeben. Und gleichzeitig macht mich das sauer. Es hat nicht mal, wenn man stärker macht, guck mal. Wenn man stärker macht, kommt so blululululu. Bei Helfer aber nicht. Wir machen jetzt mal Helfer im Kampf und gucken uns die Animation an. Wir werden dahinter kommen. Wir spielen selektiv gemeinsam und finden das raus. Wir laufen jetzt hier rum. Mein Gott, was für ein großer Landdingens ohne irgendetwas. So, ohne Sinn. Und du machst, du greifst auch an. Wir greifen alle an. Boah, ja, komm. Bam! Na dann. Hat einfach gemerkt, ich habe eine direkte Verbindung zum Himmel. Pziu! So. Hätte ich auch ruhig ein bisschen mehr noch. Okay. Wisst ihr was? Wir kriegen jetzt noch gemeinsam die neuen Level mit. Und lass uns jetzt einfach mal treffen. Und dann, am Anfang, siehst du, das ist sowieso die erste, die dran ist, werden wir... jetzt werden wir wieder nicht angegriffen, ne? Boah, ich mag aber voll... Auch ich mag total das Kämpfen, das richtig Abwägen und so weiter. Ich liebe das. Ich vermisse voll die alten Spiele, muss ich zugeben. Ein Spiel... ist natürlich jetzt nichts passiert. Ist 8-Bit Adventure, glaube ich, war das. War das? Es hatte das Gefühl wieder ein bisschen. Bloß es war NES-Grafik. Aber da hatte ich ein bisschen das Gefühl von diesen alten Spielen, dass wieder raufgenommen wurde. Die Kämpfe machen immer Spaß irgendwie. Wie bei Breath of Fire halt.
Bei späteren Spielen war ich dann häufig, bei PlayStation 2 oder so, gab es häufiger auch mal Spiele, wo ich einfach nur genervt war. Ich dachte, oh, wieder ein Kampf. So. Wurden ein bisschen getroffen. Machen wir. Die K14, Stärke 4. Magie ab. Ja, okay, aber er ist unser Tank. Nee, kann gar nicht unser Tank sein, wenn er nur Angriff bekommt. Maxim. 10, 8, 9, 2, 3, 8. Wow. Nice Level, Maxim. Was machst du heute Abend noch so? Aber es gibt ja auch Leute, weißt du, das finde ich auch gut. Schon als Kind gab es immer Witze gegen Rothaarige, was ich nicht verstanden habe. Bis heute, muss ich zugeben. Habe ich nie verstanden, diesen Witz. Oh, man kann auch so Witze machen, wie die haben keine Seelen. Ist ein Running Gag oder so? Keine Ahnung, ich glaube nicht an Seelen, also ist mir egal. Aber, fand ich gut. Rothaarige hier reinbringen und sagen, hey, Rothaarige können cool sein, weil es gibt Rothaarige. Haben sich dann rothaarige Kinder vielleicht auch mal als Helden gefühlt. Doch mal was Schönes. So, die greifen sogar vorher an, das ist doch super. Das heißt, wir machen das so und sie macht jetzt Helfer. Auf alle. Mann, ihr greift doch jetzt mich an! Helfer. Ich erinnere mich. Helfer gab 25. Es war so teuer und gab immer 25 HP. Ich glaube, das heilt. Ich glaube, aber warte mal. Dann habe ich doch Serum. Gegengift. Füllt jede Menge KP auf. Wie kann man etwas so schlecht übersetzen und mich, den armen kleinen Gate, so verwirren? Aber wie interessant. Ich werde das jetzt nachgucken. Und dann sage ich euch Bescheid, was Helfer bedeutet. Ist das nicht super spannend? Ich weiß noch nicht, wie geschnitten wird, wie gesagt, wieder mit der Zeit und so. Aber vielleicht werdet ihr es sofort rausfinden. Oder erst morgen. Oder noch schlimmer, erst ein paar Tagen. Wow, ist das nicht schon Spannung genug? Nee, nicht für euch. Warte mal, ihr wisst es ja jetzt schon. Egal, für mich. Also, dann geht's weiter, indem wir in die Berge gehen und jetzt mal ganz typisch jemanden einfach wieder suchen, damit der Boote machen kann. Was sehr seltsam ist, weil eigentlich suchen wir den, der die Boote vernichtet hat. Das heißt, die Boote sind uns ziemlich egal. Boah, Helden! Nein, wir müssen Idura finden. Eigentlich haben wir gar kein wirkliches Ziel, außer Rache. Maxim und Celan wollen sich rächen und das ist doch, das reicht. Oder das reicht uns als Grund. Also, dann freue ich mich darauf. Ich freue mich, wenn ihr noch dabei seid. Jeder, der jetzt noch dabei ist. Vielen Dank, mein Gelaber durchzuhalten und sowas. Super, dass ihr noch mitmachen wollt mit mir. Mit dieser Nostalgiefahrt und auch Hinterfragung. Und ein bisschen lustig machen. Aber nur ein bisschen. Ich nehme alles sehr ernst und bin ein guter Christ. Und wehe. Ihr macht irgendwas, macht mich fertig. Dann werde ich weinen und dann kommt Bazook und heilt euch nicht. Ja, denkt mal drüber nach. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Und ihr wundert euch, was? Wieso? Die Frage soll doch beantwortet werden, die so sehr uns allen irgendwo brannte im Schritt. Dann müssen wir zum Arzt gehen. Wir sind hier, weil ich wollte, ich habe nachgeguckt in dem Spielberater. Das muss ich aber als, das habe ich bestimmt nicht gemacht als Kind. Das muss ich irgendwie nachträglich, also es passiert ja später noch was, warum wir nochmal durch alle Dungeons durchgehen. Mindestens einmal, als Kind habe ich das mehrmals gemacht, aber da muss ich ja die Sachen eingesammelt haben. Aber ich habe durch Zufall dann gesehen, dass da noch ein Buchstabe war und da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, muss ich zugeben. Man kann hier nicht runterfallen, ne? Und das Spiel sagt sich so, deshalb bin ich jetzt ohne euch nochmal hergelaufen, das war nämlich ein doofer Weg. Und dann sagt das Spiel so, ja, dann mach doch einfach, dass du runterfallen musst. Der Fug! Das finde ich so cool und gleichzeitig so blöd. Weil, oh Mann. Ich dachte, ich wäre so klug gewesen. So richtig clever. So, oh ja, runterfallen lassen. Ich habe das Rätsel rausgefunden. Aber nein. Lufia sagt sich, ja, um das Rätsel zu lösen, musst du clever sein. Um noch einen extra Schatz zu bekommen, musst du clevererer sein. Das ist fünfmal so cleverer.
Ein Krippstein. Und warum hast du jetzt die anderen Sachen nicht geholt, Gate? Und das hast du dir geholt? Weil die anderen Sachen waren irgendwelche Ausrüstungen, die nicht mehr stark genug waren. Aber ein Stein ist ein Stein, ist ein Stein. Und dann wollte ich mal gucken, was ein Krippstein so macht. Was ein Krippstein so macht. Und verleite die Kräfte des Durstkrebses. Trifft die Gegner zwei miteinander. Okay. Ich meine, I guess. So, Adlerstein. Vielleicht ist er ja dann ganz gut. Das ist gute Abwehr. Und er soll ja eigentlich vorne stehen und abwehren. I guess. Seine Bewegung wird aber noch schlechter. Kann uns wirklich geben. Wollen wir einfach machen? Oder er kriegt das? Weil er hat auch einen Pferdstein. Stärker als eine normale Attacke. Er wird ein bisschen schwächer. Ja, das ist blöd, aber er kann dann auch mal ein bisschen mehr ab, ne? Er ist am schwächsten da gerade. Okay, komm. Guy bekommt den Krebsstein. So, dann wird er immer noch, ne? Er ist schlechter als Celan in Abwehr und steht vorne. Aber er hat, glaube ich, am meisten HP. Daher muss man halt mal gucken. Da haben sie sich damals noch was ausgedacht, ne? Und später dann so, ah ja, mach, was du willst mit den... du bist voll frei. Und dann haben die Leute mal gesagt, ja, ich will frei entscheiden, wo welches Level hinkommt. Welche Attribute. Schon, das geht bei einem Spiel wie Diablo oder sowas. Nee, nicht mal da. Aber bei einem Spiel, wo du alles selbst entscheiden kannst. Aber hier sind es Charaktere. Und ganz ehrlich, ist ein bisschen faul, wenn man dann den Spieler alles übermachen lässt, wisst ihr? Das ist ein bisschen so, wie wenn ein Brettspiel sagen würde. Ja, macht eure eigenen Regeln. Ich habe geguckt, ob wir sie füttern können und habe sogar einmal mein Kapselmonster, weil Bazook finden wir ja so toll, dass wir müssen auch mal weg, ne? Und damit die Liebe bleibt, müssen wir uns auch mal trennen, habe ich mir gedacht. Bazook, ey, Arsch. So, habe ich mal gewechselt, aber wir wurden gleich zusammengeschlagen. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss mich hier mal heilen, heil du mal. Er hat nicht einmal geheilt. Im ganzen Turm. Guckt mal. Wir wurden zusammen geschlagen und er hat nicht einmal geheilt. Also habe ich Maxim genommen und ihn heilen lassen. So, jetzt wollt ihr doch bestimmt wissen, auf die Frage, auf die Antwort. Nee, andersrum. Aber erstmal gehen wir jetzt hier raus. Ich hoffe, ich habe nichts weiter vergessen, aber wir werden sehen. Wow, komm her, ich habe jetzt in deinen Ring. Blöder Krebs. So, dup. Ah, die sind schneller, oder? Aber zum Glück greife ich zuerst an. DBD. Ich habe ihm keinen Zauber gegeben. Warum denn nicht? Und Glutball. Ja, die Antwort bekommt ihr gleich. Da musste ich wirklich... Also, ne? Schön designt, der Spieleberater. Und der spoilert ja auch ein paar Rätsel, aber nicht alle. Ne? Aber hin und wieder, wo ich nicht weiterkomme oder sowas. Und ja, ich habe nachgeguckt. Das wollte ich mich nachgucken. Das mit der Tür habe ich wahrscheinlich als Kind auch nicht rausgefunden. Das steht da drin. Also einige wurden erklärt. Ja, komm, Akro. Hahaha, umgedreht, Arsch. Und andere aber gar nicht. Zum Beispiel gibt es in diesem hier, im Gegensatz zu den amerikanischen... Oh, ich bin so sauer, dass ich einige aussortiert habe und gleichzeitig auch nicht. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich so viele... ich will Aquata mal sehen. Oh mein Gott, Bazook, du sagst... Du hast einen super Zauber und benutzt ihn nicht. Ich hatte eine Phase zur PlayStation 2-Zeit. Da habe ich ganz viele, auch amerikanische Spieleberater mir geholt. Aber das wurde halt irgendwann zu viel. Dann habe ich wieder angefangen zu verkaufen und so. Und jetzt tut es mir ein bisschen leid und gleichzeitig auch nicht. Ich mochte einfach durchgucken durch Sachen, die ich schon gespielt habe. Also ich habe mir keine geholt für Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Und jetzt alle, hä? Nein, ich mag halt nachträglich. Oh, ein Pferdestein. Ich will dir keinen Pferdestein geben. Ich will dir irgendwie keinen Pferdestein geben. Habe ich zwei Pferdesteine? Ah, wir gucken mal. Und, warte, wir rotieren mal. Nein, wir haben nur einen Pferdestein. Nö, kriegst du nicht. Und hast nicht verdient, Bazook. Ich wollte den Zauber machen. Und, Flucht. Oh, guck mal da. Was ist das? Und... Jetzt müssen wir uns wieder warpen. Wollen wir vorher schlafen gehen? Ja, wir sollten vorher schlafen gehen. Das heißt, während ich noch meine letzten MP verbrauche und sowas, um den drumherum, hat kein Warp, ne? Sie ist die einzige mit Warp jetzt.
Ah, ist ja richtig blöd. Okay, was soll's? Kostet auch nur 8. Wir müssen zu Alea. Alea! Und so, während wir jetzt das hier so ein bisschen kämpfen, bevor wir zum nächsten Dungeon gehen. Und habe ich halt einfach manchmal gerne geguckt, zum Beispiel Chrono Cross oder sowas. Einfach nur hat mir Spaß gemacht, nochmal die Sachen durchzugucken, was ich verpasst habe und so weiter. Oh mein Gott, Pazuk, du sagst. Und richtig scheiße, ey. Ich war ja schon Atheist, aber du machst es noch heftiger. So, und was wollte ich jetzt sagen? Genau, und bei den meisten sind dann tolle Sachen. Also eine der schlimmsten Spielberater ist von Final Fantasy 9 gewesen. Die wichtigsten Sachen haben sie hinter einem Code versteckt für die Internetseite. Das war aber zu einer Zeit, ne, wo Internet noch nicht so, also es war schon cool, aber ne, noch so anders. Und Ende der Nuller oder so. Und da haben sie dann einfach, jetzt schon gibt es die Seite nicht mehr. Also das heißt, der Spielberater ist zu 50% egal. Und das ist absolut beschissen. Das ist eine der dümmsten Sachen, das machen. Deshalb bin ich heute so ein absoluter Feind von diesen, dafür gehe online. Ich habe so ein Spiel mal gespielt, so ein Rätselspiel, wo die Lösung, nur die Lösung, nichts anderes, online war. What the fuck? Total doof. Es hätte eine Karte sein können, wo einfach nur die Lösung hinten drauf steht. Also, das ist wie nach dem DS, wo alle gesagt haben, wir müssen jetzt alle Touchscreen machen. Also, auf jeden Fall. Das war das Schlimmste. Ich sage, Lufia hat einen schönen, aber eigentlich spoilert der nur alles. Und hat schöne Bilder. Und das war's. Also die Maps sind interessant, die Maps helfen, obwohl ich selber lieber immer gucke. Aber als Kind kann ich mir gut vorstellen, so, oh, das hilft, wo muss ich jetzt hin? Aber guck mal, Heilakku wäre jetzt mega gut, ne? Oder Donnerschlag, um einfach anzugeben. Ich verstehe schon. Und, geil. 7 Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz. Wieso Intelligenz denn? Aber warum nicht? Bazook, mir egal. So, und, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder bei mir. Ich weiß, ich werde voll abgelenkt. Ich muss mal ein bisschen leiser machen, glaube ich. Oh nein, die haben mich fertig gemacht, die Gegner. Okay, wartet. Ihr werdet weggeblasen. Ah, Paralyse. Oh oh, Hotdog. So, und was ich sagen wollte, ich wollte loben. Weil es gab nämlich auch dann Spielberater, die wirklich Listen hatten. Absolut alles voll mit Listen. Welchen Gegenstand gibt es? Was macht der? Und sowas. Puh, mein allererster war nämlich von Final Fantasy VII damals. Den gab es beim... ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und da gab es dann so... habe ich schon häufiger erzählt. Ich erzähle es nochmal. Und da habe ich zum Beispiel Paladins Quest oder sowas. Da gab es einen Laden. Und die hatten einfach in so einer Grabbelkiste günstig Spiele, weil sie halt nicht auf Deutsch waren. Aber die haben die irgendwie bekommen. Und da hatte ich dann zum Beispiel Paladins Quest, weil sie wussten nicht, wie man das spielen sollte, weil man, das war halt NTSC und du musstest dafür einen Adapter dir holen. Also, da fing bei mir alles an. Da wurde ich richtiger Geek und richtig ekelhaft für andere. Weil ich denke so, weil ich mehr wusste. Also, wie soll man das sagen? Ich habe nicht angegeben. Ich war jetzt nicht dieser eine Typ, der jetzt gesagt hat, also, ich spiele ja Paladins Quest. Nee, ich war zu jung. Ich habe einfach das gar nicht gewusst. Es ist einfach, ich hatte dieses Spiel und musste jetzt rausfinden, wie spiele ich das. Und dann halt später dann auch Final Fantasy VI und so. Und hab dann mit den Kabeln musste ich mich auskennen. Das war also so ein bisschen, kennt ihr wahrscheinlich mit euren Hobbys. Es war einfach vonnöten, dass ihr mehr wusstet als andere. Und das wurde dann irgendwann normal. Und da war es dann auch so, dass es dann Final Fantasy VII Spielberater gab. Und das war mein allererster Spielberater. Weil ich liebte Final Fantasy VII immer noch. Und der war so gut. Der war einfach, hatte so viele versteckte Sachen und Listen und so, viel zu viel, weil ich konnte nicht so gut Englisch und so. Aber, also die Listen waren anstrengend für mich, muss ich mal so sagen. Aber es war trotzdem einfach so ein schönes Gefühl. So, warum erzähle ich das alles? DK erwacht. Der schläft viel, ne? Schläft viel, ne? Weil Lufia habe ich gut in Erinnerung, aber da war ich halt wirklich jung, meine Fresse. Und wahrscheinlich, ich kann mich nicht erinnern, dieses schwerste Rätsel ist da nicht drin. Wir kommen da noch hin. Ich habe es noch nicht aufgeschlagen. Könnt ihr mir ruhig glauben, ich gucke immer nur bis dahin, wo wir gerade sind, weil ich möchte das nochmal erleben, wie damals. Und jetzt kommen wir endlich, Magienadel, doch noch nicht, Celan, 9, 13, 1, 1, 4, 5, nice. Das wird unsere Magierin. Oh, jedes Level ist so cool und interessant. So, was macht dann nochmal eine Magienadel? Halt Lähmung, gut zu wissen. Und jetzt kommen wir.
Nach 5000, ich muss das ja auch alles strecken. Ich spiele ja immer viel zu schnell. Weißt du, bei mir geht ja so ein Spiel in 10 Folgen durch, dann muss ich das ja mal strecken. Da muss ich ja auch Filler reinbringen. Ist bei mir, also ich, wenn ich rede, zack, zack, zack geht das. Durchs Level, bam, bam, bam. Das ist ja nicht so, dass bei mir alles länger dauert als bei anderen. So. Also habe ich geguckt und es gab überhaupt keine Informationen zu gar nichts. Beim Lufia Spielberater. Toll. Überlebenstipps. Ja, okay, das weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur ein Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also guckt euch nicht an vorher. Es ist, aber haben einige Spielberater. Und bei anderen Spielberater ist es dann so, viel Glück beim Finale. Und ich so, what? Und dann haben sie einfach das Ende, den Endgegner und sowas, alles nicht gezeigt. Und das fand ich auch so, es gibt so einen Mittelweg, aber okay. Final Fantasy 9 Spielberater hätte richtig gut sein können, hätten sie die ganzen Sachen, die man online gefunden hat, in den Spielberater reingepackt. Weil ich war schon früh im Internet. Und dann habe ich natürlich diese ganze Seite runtergeladen. Und als sie dann offline gegangen ist, habe ich mir nur gedacht, jetzt habe ich ihn verkauft, weil ich ja dann die Seite gespeichert habe mit den ganzen wichtigen Daten. Aber okay, weil Final Fantasy 9 hat sehr viele Geheimnisse, sehr viele Obstruse? Wie heißt das? Auf jeden Fall sehr seltsame Geheimnisse auch. Und die waren halt alle online. Jeder konnte sie abgreifen. Also sehr seltsam. Sehr seltsame Entscheidung, voll dumm. Wahrscheinlich, weil das Internet gerade cool wurde oder sowas, keine Ahnung. So, also musste ich online gucken. Und online heißt es natürlich nicht Helfer oder sowas. Also bin ich, wie ich euch auch gesagt habe, zu GameFAQs gegangen, habe durchgeguckt und habe dann geschaut, was kostet wie viel. Nämlich, ich wusste, es kostet ja 15.000, ne? Und wir werden mal gucken, ob wir das Geld dafür ausgeben, auch für Maxim. Aber weil es, ja komm, machen wir. Weil es lohnt sich. Ich hatte wahrscheinlich wirklich als Kind Recht und gleichzeitig Unrecht, weil ich nicht wusste, was es ist. Als ich wusste, ist es irgendwie schwach, warum machen wir das? Dann habe ich gesehen, was es macht. Und da stand, heilt 100 KP. Das macht Sinn, aufgeteilt auf 4, macht das 25, ein bisschen Mathe hier mit Gate. Und daher ist es der Zauber gewesen. Dann habe ich also den Zusatz gesehen, warum es so teuer ist. Belebt wieder. Hui, erwachsener Gate hat recht gehabt. Schön, oder? Also, das heißt, Helfer ist einfach total falsch übersetzt, füllt jede Menge KP auf. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Nee, er belebt dich wieder mit 100. Können wir mal, wir kämpfen noch einmal und dann mache ich den. Den letzten. Oben. Und ich glaube, Maxim konnte den auch bekommen und das ist natürlich super. Wenn Celan mal stirbt, kann er sie mit 100 heilen, wiederbeleben. Und das macht sogar Sinn. Wenn mehrere sterben, könnte man alle wiederbeleben. Ne? Also, das ist schon, ist es aber ein heftiger? Jetzt, ne? Wie lange ist das letzte Mal her? Ich finde es aber auch heftig, dass es... Und ich habe es damals durchgeschafft, ohne das zu wissen. Weil es gibt später noch einen Zauber, der kann dich eventuell wiederbeleben oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas Seltsames. Boah, alle schlafen hier ein. Aber wenigstens mal ein bisschen Nickerchen, ist auch gut. Bisschen Entspannung hier. Oh, DK machen wir noch hier. Und das hat sie gesagt. Und jetzt kommen wir vielleicht viel besser zurecht mit allem, wenn zwei aus unserer Gruppe besser zaubern können. Aber okay, warte mal. 10 muss sie behalten. Also machen wir Aquata nochmal. Ah, Paralyse ist echt hardcore. Wie wär's denn mit Celan heilen? Ich glaube, Bazook mag Celan nicht mehr. Jetzt, wo sie geheiratet hat und so. Und ein Kind hat. Und er, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Yay, DK. 12 KP, Stärke um 5, Beweglichkeit um 2. Passt zu ihm, aber er ist ja auch der Tanky, ne? So. Jetzt gehen wir nämlich da rein und genau, wir wollten gucken, ob es das jetzt ist, oder? Wir probieren es einfach, ist ja auch egal. So, Helfer auf DK. Ja, genau 100. Es wird nicht aufgeladen, es ist sehr seltsam, weil es gibt kein, es gibt nicht dieses Bling, wie bei Stärke, ne? Das ist auch eine seltsame Entscheidung. Ich denke mal, weil es wiederbelebt wird, ich denke mal, der Zauber sagt, Wiederbelebung mit 100 KP. Wenn du dann plötzlich auf einen zauberst außerhalb, dann kommt das hier nicht.
Aber ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall interessant. So, dann habe ich mir gedacht, Maxim braucht ein bisschen Unabhängigkeit von seiner Frau. Und deshalb kriegt er das auch. Er kriegt jetzt nicht Warp, da ist er abhängig. Aber 15.000 ist heftig. Aber Maxim ist natürlich unser Hauptheld. Und wenn der überlebt, jetzt haben wir zwei, die wiederbeleben können. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Und dann bekommt er noch... ich weiß nicht, Aquata habe ich irgendwie das Gefühl, was passt? Aquata passt nicht zu ihm, aber Tornado auch nicht. Aber Glut kann er nicht. Aber er braucht mindestens einen. Wir gehen jetzt als nächstes in die Berge. Da sind bestimmt fliegende Gegner, oder? Also machen wir, kriegt er Tornado. Dann kann er wenigstens einmal, falls er hinten steht und ihr wisst schon. Und da kommt ein Gegner und ist nur 10. Nur 2 Betten, was soll's sein? Ja, aber Maxim und Celan können sich schön... Oh, nicht mal einen schönen Tag oder sowas gewünscht. Einfach nur awkward morgens hingeguckt. Ihr könnt jetzt euch verpissen, dankeschön. So, Descartes wenigstens ein Level. Weiß ich gar nicht. Nur ein Level? Ja, okay, was soll's. Gehen wir trotzdem weiter, oder? Ich dachte, wir wären da ein bisschen besser. Ein Level ist ein Level ist ein Level.